Anna und Quirin auf dem Weg zum Ehevorbereitungskurs in Sulzberg. Die beiden Oberallgäuer wollen sich im Sommer kirchlich trauen lassen. Zusätzlich zum Brautpaargespräch empfehlen die Pfarreien ein solches Seminar. Das junge Paar freut sich auf den Tag. In ihren Erwartungen sind sie ganz offen für alles. Dass mir ein bisschen was gefällt, wie Kirche und so abläuft. Wie es von der Sicht von der Pfarrer oder von der Diakon eigentlich her ist, wie es hangwendet. Und ja, auch der Austausch eben mit den anderen Perlen. Ich habe ein bisschen darüber schwätzen, wie es die so machen. Nach lockerer Vorstellungsrunde geht's los mit den Inhalten für diesen Tag. 10 Paare sind heute hierher nach Sulzberg ins Pfarrzentrum gekommen. Aufgeteilt ist der Kurs in verschiedene Themenblöcke. Im Gesprächskreis, mit einem Film, aber auch mit interaktiven Elementen sollen die Frauen und Männer auf ihren Traugottesdienst vorbereitet werden. Ja, ist ja ein ganz, ganz wichtiger Schritt im Leben, den Partner, die Partnerin fürs Leben zu finden, aber sich auch bewusst für ihn oder sie zu entscheiden und dann eben auch dieses ganz bewusst vor Gott zu erklären, sich den Segen Gottes für diese Verbindung zu erbitten. Für mich ist da das Dreieck einfach ein wunderbares Zeichen. Das haben wir auch auf unserem Ring eingravieren lassen. Diese Verbindung von uns beiden mit Gott, sein Segen für uns, hoffentlich seine Leitung für uns, dass das Leben gelingt. Ich denke, das ist auch heute noch von Paaren, die sich da bewusst entscheiden, einfach das ganz große Anliegen. Und da brauchen wir einfach den Segen Gottes. Den Bund fürs Leben vor Gott schließen, das ist ein großer Schritt. Das weiß auch Diakon Georg Lechleiter, der diesen Kurs heute gemeinsam mit Veronika Füllbier gestaltet. Er erläutert den Ablauf des Hochzeitsgottesdienstes im Detail, bringt Beispiele, beantwortet Fragen. Außerdem gilt es zu reflektieren, was die Hochzeit für einen selbst bedeutet. Wer heiratet, ist so, wie wenn man ein Haus baut. An einem Haus wird ständig erweitert, renoviert, gestaltet, und so ist es mit einer Ehe auch. Also wir müssen immer dranbleiben, gell? Das gemeinsame Gestalten. Letztendlich nehme ich dich an vor Gottes Angesicht, so wie du bist, mit all deinen Stärken und Weiten, aber auch mit dem Vogel, den du hast, der zu dir gehört. Und so nehme ich dich an. Und nicht nur 2 Jahre oder 3, sondern ein ganzes Leben lang. Also dieses Jahr ist in die Zukunft hineingesprochen und diese Zukunft wird miteinander gestaltet. Bei allen Höhen und Tiefen des Lebens und den persönlichen Entwicklungen raten die Kursleiter den Paaren, immer wieder ins Gespräch zu kommen. Die Kommunikation in den Mittelpunkt zu stellen. Auch schon vor der Hochzeit sollten Ängste, Hoffnungen und Wünsche offen angesprochen werden. Eine ganz zentrale Frage für dieses Ehevorbereitungsseminar: Warum wollen wir überhaupt kirchlich heiraten und nicht nur standesamtlich? Anna und Quirin können das für sich ganz klar beantworten. Da kann ich von uns beide schwätzen. Wir sind beide auch katholisch erzogen worden und waren beide bei den Ministranten und das war immer super. Und auch wenn wir jetzt Kinder haben, dass wir einfach dann auch keine Steine in den Weg legen, gerade mit Taufe, Firmung und allem. Und ich, also wir beide legen eigentlich schon Wert, auch dann auf Gottes Segen. Gestärkt von diesem Tag macht sich das junge Paar auf den Heimweg. Schon bald werden die beiden sich vor Gott das Ja-Wort geben und gemeinsam versuchen, an ihrem Glück festzuhalten.